Ja. So, jetzt fährt nämlich das da hoch. Ja, um uns, also sonst würde der nämlich wegen dieser Gravitation, dieser Physik, würde der nämlich ins Wasser fliegen. Das hält halt das auf. Also ich mag diese ausfahrenden Dinger, weil Sehr diese. gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Ich kann schon mal sagen, das wird später noch wichtig. Fällt da gerade was auf die Decke oder was? Ja, ich werde, glaube ich, bis zu einer gewissen Stelle spielen. Ja. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Ja. Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Okay, also soll Gott mir helfen. Gut. Ja, ihr merkt schon, der alte Sarkasmus ist wieder da. Im Portal. Ah, ich will da rein. Oh oh. Okay, gut, wir haben es geschafft. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ja, also der Zusammenbruch der Zivilisation, das passt irgendwie. Okay, gut. Müssen wir da lang. So, und hui. Au. Wie sich Shell auch immer den Kopf anstößt. Muss doch schon ganz kaputt sein. So ein bisschen. Hui. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ja, und was ist, wenn die, ja, wenn schon gesagt, der Zusammenbruch der Zivilisation ist und es keinen mehr gibt, der diese bescheuerte Tests macht? Ja, also so ein bisschen Logik Um sollte die dahinter. Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und komm auf der anderen Seite durch. Nee, ich habe keine Lust. Geh ihn durch. Nö. Das Wasser finde ich so übelst geil. Geh durch auf die andere Seite. Also sowas haben wir auch beim Spielen noch nicht. Hab ich, sowas habe ich auch beim Geh Spielen durch. noch nicht gesehen. Geh durch. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Ja. Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Doch. Bist du ich noch kann da? Nicht. Könntest du mich vielleicht aufheben, wenn du noch da bist? Habe ich dafür Lust? Nö, ich habe keine Lust dafür. Ah, doch, Super, komm. Besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Der? Wird dich beeindrucken. Bam, bam. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Okay. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um.
Bam. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Nö. Kannst du mich hochheben? Nö. Würdest du mich hochheben? Nö. Hey, heb mich hoch. Nö. Ich hab keine Lust. Ich will mit dir Tee trinken. Vergiss nicht, mich hochzuheben. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Okay. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Hallo. Nicht hallo. In die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hallo. 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 Ich bin anders. Oh, süß. Ja, also gut. Ich spiele zum nächsten Kapitel und dann werde ich einen Aufnahmestopp machen und ich glaube, mein Kapitel ist zu lang. Ich sollte Ihnen mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch Ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Was? Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Meint der Glados? Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Ich hab ein bisschen Angst. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und es ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay, ich fasse dir schon nichts an. Okay, die Treppe runter. Okay, gut. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Wegen meiner Portalkanone. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Jetzt komm, seh runter. Du sollst runtersehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Ich weiß, was passiert. Ihr werdet es einfach in der nächsten Folge erfahren. Ja, dann sage ich mal tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.